Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Produktiver Erfinder? Wenn Sie sich direkt erfinden, erhalten Sie doppelt so viele Exemplare. Wäre nice, aber brauche ich nicht unbedingt. Okay. Noch mehr Adam. Komm, kauf uns nochmal einen Plasmid-Slot. Tricksen Sie das? Ja, brauche ich nicht. Ich wollte mir nämlich hier Insektenschwamm 3 kaufen. Das möchte ich bitte dorthin packen. Und dann reicht's auch erstmal. Tschüss, Little Sister. So, okay. Wir haben noch ein paar Antipersonenpatronen. Wir haben noch ein paar MG-Patronen. Okay. Hier kann ich nicht rein, ne? Doch, da muss ich rein. Okay. Okay. So, noch ein paar Antipersonenpatronen. Ich gehe da jetzt nicht rein. So. Unser restlicher Stuff, den wir haben, Leute, ist nicht viel. Ich will gar keinen Adam. Ich bin kein schlimmer Finger. Deswegen will es mich okay. Alles klar. Leute. Kommt hier noch ein. Eigentlich muss ja noch ein Punkt kommen, ne? Eigentlich, rein logisch gesehen, muss da noch was kommen. Eigentlich. Aber deswegen, genau deswegen, weil ich glaube, da kommt noch was, werden wir jetzt den Stream beenden. Fast 4 Stunden reicht. Reicht vollkommen aus. Ich werde auch langsam ein bisschen müde. Das merkt man vielleicht daran, dass ich halt relativ wenig rede. Während ich mich da konzentriere. Sonst, ne? Ich meine. Ich spiel weiter. Muss ich jetzt warten oder kann ich durch? Ich muss warten eigentlich, okay. Okay. Der Trottel ist genau hinter mir. Ich hab seinen Anblick langsam satt. Alles klar, Leute, wir spielen weiter. Ich spiel weiter. Alles klar. Da ist noch eine Genbank, die brauche ich nicht. Dann überlasse ich diesen Schrotthaufen dir und deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture ein Aquarium. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Okay. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem.
Such einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Okay, Leute. Wir speichern ab. Das war's erstmal. Damit beenden wir erstmal diese Aufnahmesession und diesen Stream. Weil ich werde so müde. Ich dachte gerade, okay, Final Fight und so, aber nein, es geht noch ein bisschen weiter. Für YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part, die Aufnahmesession, jeden Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession, neuer Stream-Session, Live-Let's-Play-Session, whatever, von Bioshock. Und ja, wir müssen ja jetzt immer noch Frank Fontaine jagen, sag ich mal. Stimmt, hier drin waren wir stehen geblieben, so gesehen. Ne? Die Aktion hier haben wir noch gesehen. Und meine Tastatur ist irgendwie arschweit weg, habe ich das Gefühl. Jetzt ist sie zu weit rechts. So, ja komm, geht schon irgendwie. Gut, ja, wischen wir hier mal weiter rum. Erst da rein, ne? Oh. Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sisters rauslocken kannst. Oh lol, ich würde mich aber gerne erstmal hier drin umgucken. Und dann zu einem Big Daddy werden. Ich will nicht panzerbrechend. Okay. Antiperson bitte. So. Also panzerbrechend auf die Splicer schießen, ne? Das ist immer eine gute Idee. Ich glaube, wie gehört? Ich weiß es nicht. Ich guck mich hier halt echt erstmal um, bevor ich zu einem Big Daddy werde. Ich weiß nicht, man sollte es jetzt eigentlich erst. Ach da, okay. Okay. Da ist ja noch eine! Ach da, oh lol. Okay, ich hab sie doch besiegt, alles klar. Kann ich hier irgendwie... durch? Hier durch. Ja. Ionischer Schrot. Sehr schön. Schrotflintenmuni. Immer gut. MG-Patronen, Stahlschraube. Okay, ah, okay. Hier ist noch was für den Big Daddy, wie es aussieht. So, jetzt höre ich hier noch einen Big Daddy. Ich weiß gar nicht, ob das... Oh, hier. Ah, er holt sogar eine Little Sister jetzt raus. Das ist schon mal... nice. Okay, Kommentar des Regisseurs. Erwischspritze brauchen wir nicht. Ja, er lockt eine raus. Alles klar, das ist schon mal cool. Türsteuerung benutzen. Ist hier irgendwas, oder... Ja, nee. Und am Bett? Auch nicht. Alles klar. Alles klar, Alter. Der ist von Eve durchstochen, du. So. Verkaufsautomat. Hier können wir auch noch... Ui. Ja, das machen wir gleich. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir rein. Jo, alles mitnehmen. Ist noch mehr Geld, was ich haben will. Warum kann ich das ganze Adam nicht mitnehmen? Oh, das wäre so schön. Frau. Und ich mach da jetzt mal nichts. Ich hab Angst, da irgendwas Dummes zu machen. Oh, hey. So, Erwehrspritzen haben wir immer noch genug. Hatte ich nicht hier gerade irgendwas? Nee. Okay. Jo. Kommt er mich jetzt an? Nee. Uiuiui. Hugi erstmal. Hab noch ein paar MG-Patronen, die sind aber wahrscheinlich nicht so effektiv.
Ionischen Schrot und normalen Schrot habe ich. Ionischen habe ich jetzt zwei. Okay, das ist ganz nett. Keine Splittergranaten. Ich habe echt wenig Muni, ne? Film. Wir müssen den, glaube ich, mit Napalm oder so wegklatschen. Schätze ich jetzt einfach mal. Eine andere Möglichkeit haben wir, glaube ich, nicht. Und halt mit Brandbolzen. Und ionischen Schrot. So, wir haben Eis, Elektro. Nutze ich mal den Bienenschwarm? Wird wahrscheinlich nicht so effektiv sein, ne? Oh. Okay. Aua. Nein, ich wollte nachbeim. What? Hä? What? Ich hab doch noch voll viel Leben, oder? Okay, ich sollte vielleicht beim Verkaufsautomaten oder so erstmal ein bisschen was holen. Oh, Waffen-Upgrade-Station, cool. Ich glaube, ich nehme weniger Verbrauch. Armbrustbruch wahrscheinlich Schadensteigerung, ne? Das ist, glaube ich, nice für die Armbrust. Oh, das war dumm. Das war voll daneben. So, ob ich nicht treffe. Danke. Okay. So mache ich mich jetzt zu McDaddy? Ich gucke erstmal noch hier oben lang, glaube ich. Ich schätze mal, das ist noch eine ganz gute Idee. Ach, Kacke. So, haben wir irgendwo einen Sicherheitsschalter? Sonst bringe ich mich um. Hatten wir hier einen Sicherheitsschalter? Ich habe keinen Plan. Verdammt. Telefon. Das ist nice. Telefon brauche ich aber nicht so. Folgen die mich überhaupt? Ja, tun sie. Ja, ich habe nur noch ein paar Sekunden, die ich überleben muss. Einfach mal ein bisschen rumlaufen hier, zickzackmäßig F drücken, damit ich mich heale. Okay, doch. Ja. Okay. Gut. Da oben ist eine Kamera, Leute. Merkt euch das? Es könnte nützlich sein. Manche Texturen sind nicht geladen, ne? Merke ich gerade. Auch geil. Aber manche Texturen laden einfach nicht. Das ist okay. Haben wir hier was drunter? Eine Tür. Oh, cool. Hä? LOL! Ich lade zu lange nach. Okay. Nein. Hä? Wo kommt ihr denn hier? Alles klar. Noch ein Telefon. Wieso, wie die Texturen nicht geladen sind zwischendurch. Ist ja auch geil, ey. Okay, wir bräuchten, glaube ich, erstmal die ganzen Upgrades. Tonicum, Upgrade und so. Hier Station nutzen wir gerne einmal. So, wo wollte ich lang gehen? Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal Verkaufsautomat hacken. Wir haben so viele Auto-Hacker. Den nutzen wir erstmal. Splittergranaten. Sehr geil. Auto-Hacker brauche ich nicht. Medikits könnte ich nochmal ein paar mit kaufen. Wir brauchen halt eigentlich Muni, ne? Ich hätte mir vielleicht ein bisschen Geld für Muni aufheben sollen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gewesen. Kassette. Ich weiß nicht. Wir finden ja zwischendurch ganz gut was an Muni. Aber halt nicht. Ups. Ist doch ganz viel, du. Aber halt nicht genug, sag ich mal. Achso, der Mülleimer kann ich noch, okay. Das ist nochmal ein Mülleimer. Hinter noch was? Nein. Okay. Oh, Alter. Nein. Nee. Okay. Gucken wir erstmal hier durch. Ist nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ey, ich kann nicht weiter. Ich kann nicht. Nein! Okay, einfach überleben. Einfach überleben, einfach laufen.
Okay, da kann ich mich healen, das weiß ich auch schon mal, gut. Hier ist nichts Geiles. Nee. Noch 10 Sekunden. Das ist ein Geschütz. Okay, ich glaube, ich gehe hier oben später nochmal lang. Okay. Gut. Kamera. Ich mache mich jetzt, glaube ich, wirklich erstmal zum Big Daddy kommen. Das... Oh. Folgen wir der Mission, sag ich jetzt einfach mal. Kann ich hier nicht? Hallo? Ah, doch. Kann ich. Okay. Was ist jetzt meine Mission? Noch mehr tote Big Daddies finden und irgendwie, weiß ich nicht. Versuch's einfach mal. Ich würde mal gerne Waffe laden, genau. Ist, glaube ich, ein guter Plan. Die Texturen die ganze Zeit weg sind und wieder neu laden. Warum? Hier oben lag doch auch noch einer, genau. Okay. Was ist jetzt meine Mission? Ich habe kein aktives Ziel. Okay. Dann... Waren wir hier schon auf der Seite? Ich weiß nicht. Dann kann ich jetzt mich erstmal... Okay. Ich hacke auch viel zu selten so ein Bot, oder? Könnte ich auch öfter machen, aber irgendwie... Muss ich ja zugeben. Habe ich doch immer keine Lust drauf. Alles mitnehmen hier. Ah, hier ist der Sicherheitsnotschalter. Alles klar, schön zu wissen. Hätte ich eben vielleicht gebrauchen können. Aber egal. So, jetzt wäre ich auf... Okay, jetzt wäre ich auf der anderen Seite. Dann gehen wir erstmal hier links lang. Obwohl wir halt einmal wahrscheinlich rumgeführt werden, schätze ich jetzt mal. Okay, hier gehe ich gleich rein. Hier ist ein Big Daddy und seine Little Sister, alles klar. Hier findest du den Anzug. Okay. Tu dir nichts. Alles klar. Ich unterschätze diese Antipersonenpatronen. Also was... im Fazit von dem Spiel später ein ganz großes Makel sein wird. Krieg ist schrecklich. Die Japaner haben Verdammt. Jeden Einzelnen in meiner Stadt umgebracht, außer Su Shong. Su Shong hatte Opium. Sehr gutes Opium. Dieser Krieg hier ist zwar auch schrecklich, aber nicht für Su Shong. Jeder hat Angst. Jeder braucht Adam. Mehr als die Little Sisters produzieren können. Das Gute am Krieg ist, dass es viele Leichen gibt. Su Shong weiß nämlich, wie man aus Leichen das Adam zurückgewinnt. Aber ich kann die Little Sisters nicht ohne Schutz auf die Straße schicken. Su Shong muss darüber nachdenken. Alles klar. Ganz großer Makel. Wird später sein. Okay, im Fazit. Wo kommst du denn her? Alles klar. Die Lautstärke der Audiodateien. Definitiv. Das ist nämlich echt arschleise manchmal. Holy shit, ey. So, Wodka mitnehmen. Whisky war's, okay.
Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Ja. Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht mehr erkenne? Mag sein. Aber Atlas ist da draußen. Und er beabsichtigt, mich und meine Stadt zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Okay.